Das habe ich ja noch nie erlebt, Leute. Hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu DayZ. Leute, ihr seht es ist Nacht. Wir starten hier bei Nacht in unserem Lokal. Und ich würde sagen, wir legen einfach los. Das soll uns hier nicht kümmern, dass es dunkel ist. Wir haben ja unseren Leuchtstab. Ich glaube, eine Taschenlampe haben wir auch dabei. Ich schaue nochmal eben. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt eine Batterie drin haben. Ne, Taschenlampe wahrscheinlich. Ne, hier ist sie doch. Aber, kann man eben schauen einmal. Da ist gar keine Batterie drin, ne? Ne, okay, egal. Dann muss es der Leuchtstab machen. Wir gehen aber hier nochmal rein. Wir wollen heute ins nächste Dorf. Zerputnöhe oder irgendwie so heißt das, ne? Die Namen kann doch keiner wirklich aussprechen, Leute. Okay, so, legen wir los. In der letzten Folge war mir echt super unwohl, weil ich ständig irgendwie Geballer gehört habe. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich nochmal bei euch bedanken fürs Einschalten. Dass ihr die ganze Zeit immer so fleißig dabei seid, dass ihr einschaltet, mir Tipps gebt. An dieser Stelle auch wieder danke dafür, für die Tipps immer und immer wieder. Ich merke immer noch, nach so vielen Stunden in DayZ, es gibt noch so viel zu lernen, Leute. Es gibt einfach immer wieder was zu lernen. Aber gut. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Macht ja auch Spaß, denn. So, hier führt ein Weg hoch. Das lassen wir aber mal. Ich möchte erstmal einfach ins nächste Dorf. Dafür müsste ich eigentlich der Straße hier nur folgen. Das müsste eigentlich klappen. Also wir sind nach wie vor sind wir krank. Aber... das zehrt halt nicht an unserer Gesundheit, deswegen lasse ich das erstmal so, ne? Bis wir irgendwann mal gesund sind oder andere Medikamente finden. Ich hoffe mal, dass wir in den Tag reinstarten demnächst, dass es bald wieder hell ist. Guck mal, Leute, ich sehe das gerade. Ich habe so wenig Ausdauer nur noch, ne? Ich habe wirklich so viel Krams mit mir rumtrage. Vielleicht sollte ich da auch mal mich ein wenig von ein paar Sachen entledigen, so, ne? So, hier ist das hier schon der nächste Bereich. Sieht ganz so aus, ne? Wir können ja auch einfach mal... Okay, hier ist so ein Stromwerk, nenne ich das jetzt einfach mal. Wie nennt man das? Naja. Wir wissen alle, was gemeint ist. Mitnehmen. Ich rede von Sachen wegpacken und stattdessen nehme ich immer noch mehr mit, ne? Okay, hier haben wir diese ACP-Munition. Genau, das kann ich mal eben machen. Ich glaube, der Marcel Cologne war das wieder. Oh, jetzt... Oh... Die haben mir geschrieben, einfach mal Munition in die Hand nehmen und dann andere Munition, also derselben Art, in die Hand nehmen. Warum geht das jetzt nicht? So, bitte. Und jetzt einfach kombinieren. Und jetzt können wir die so ein bisschen stacken halt, ne? Das ist total toll. Aber warum muss ich mal alles dafür einzeln in die Hand nehmen? So, wie viel haben wir denn jetzt? Wo waren die denn jetzt? Wie hier 6 Schuss. Das machen wir mal eben, ne? So. Die 7,6 sonst was Munition. 7,62. Das ist andere. Wir haben auch ganz schön viel Munition, muss ich sagen. Kombinieren. So, ich glaube, das haben wir jetzt auch erledigt. Jetzt nehmen wir die in die Hand. Oh, wie gesagt, das machen wir kurz. Mit sämtlicher Munition. Welche habe ich denn jetzt? Das ist die verkehrte, ne? War hier oben noch was? Das war die 762. Ich glaube, wir haben alles, ne? Ja, okay. So, Schluss mit dem Rumgespiele. Weiter geht's. So, jetzt haben wir wieder die Kopflampe. Ja, jetzt habe ich nur keine Batterie halt mehr, ne? Dabei hatte ich doch mal eine Kopflampe. Aber noch erzählt, jo, das probieren wir aus und so weiter. Mhm. Nee, probieren wir nicht aus. Okay. So, mit dem Leuchtstab geht's eigentlich, ne? Kannst du ein bisschen was sehen. Ich kann hier noch einmal gucken. Vielleicht haben wir Glück und finden noch ein paar Pilze. Aber so oft ist mir es tatsächlich noch nicht passiert, dass ich hier wirklich was gefunden habe. An diesen Heuballen. Also ein, zwei Mal, ja. Aber... In den meisten Fällen war einfach nichts dran. So, das ist doch das richtige Dorf. Jo, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Und hier werden wir jetzt
Hier geht irgendwo, geht eine Straße rechts weg. Da müssen wir dann auf jeden Fall einmal lang gehen. Ich weiß nur nicht genau wo. Beziehungsweise welche Straße wir da nehmen müssen. Da ist, glaube ich, so ein bisschen Militärkrams und ein Brunnen halt, ne? Und bei dem Brunnen würde ich ganz gerne einmal unsere Wasserflaschen leer machen und neu auffüllen. Ich habe doch hier gerade jemanden gehört. Also, da auch hier, du. Ja, ist okay. So. Oh, sag mal. Oh, kommt schon der nächste. Und wo? Da. Na gut, im Dunkeln ist das manchmal ein bisschen schwierig, ne? Aber ich mache das mal eben einfach so. Haben wir auch schon wieder angewöhnt. Ich habe in der letzten Folge nochmal gesehen, dass ich doch wieder ständig reingucke. So, Fisch essen. Fisch soll man auch, essen soll ich auch immer ganz anscheinend. Bis der Magen auftaucht, irgendwie als Symbol. Aber wie gesagt, ich hatte ja vorher mal ein bisschen Angst, dass ich mich übergebe, wenn ich zu viel esse. Aber so dürfte es wohl klappen, ne? So, ich gehe jetzt hier mal eben ein Stückchen rein. Ja, ist gut. So, ich probiere mal eben was. Genau, das habe ich nicht. Irgendwo habe ich das mal gelesen, dass man aus der Ego-Perspektive, wenn man, geht das wohl besser, ne? Auf den Kopf zu zielen. Und beim Kopftreffer gehen sie halt platt. Dann gehen sie platt, Leute. Gehen sie kaputt, ne? So, ich glaube aber hier musste ich nicht recht so. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter. Und gucken wir mal bei der nächsten Straße denn. Das mit der Ausdauer nervt mich tatsächlich. Aber da muss man halt so einen Kompromiss dann irgendwann finden, ne? Okay. So, geht jetzt schon wieder die Sonne auf? Ich glaube nicht, ne? Noch ist das, glaube ich, gar nichts. Küchenmesser. So, wir schauen mal eben. Ich glaube, habe ich genug, ne? Eins, zwei, drei. Ach komm, das lassen wir liegen. Kann sich der nächste schnappen, sich drüber freuen. Na nun, war's das schon? Oder ist da hinten noch ein bisschen was von dem Dorf? Wäre ja doch ein bisschen wenig, ne? Na, wir gehen da nochmal eben lang. Aber das mit den Wasserflaschen würde ich schon ganz gern machen. Ja, ich höre doch hier schon wieder den Gockel, den Dorfgockel, Leute. Bock, bock. Jo, alles gut. Okay. Da hinten haben wir auf jeden Fall schon Kram. Und hier auch. Ich schätze mal, dass es jetzt noch zu dem anderen Dorf gehört. Oder ist da ein Ortsschild? Nö. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Und stimmt, da rechts sollte dann auch so ein bisschen Militärkrams sein. Na, dann gucken wir mal. Gucken wir gleich, ob wir da irgendwas finden. Wenn ich denn jetzt nicht komplett verkehrt liege, ne? Okay, und wir befinden uns jetzt so relativ nördlich jetzt. Okay. Wir müssen mal unseren... Wo ist er jetzt? Fuck, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da hinten sehen wir Licht. Das habe ich ja noch nie erlebt, Leute. Das habe ich echt noch nie erlebt, dass hier einer lang gefahren ist. Ich habe noch nie ein Fahrzeug hier fahren sehen. Ja, das haben wir jetzt davon. Noch jemand? Boah, okay. Stockbooster. Okay, okay, okay. Cool. Ja, wie gesagt, also ich wollte dem jetzt nicht Hallo sagen, weil ich halt nicht weiß, wie die auf uns reagieren. Aber ich schätze mal, da wo der hergekommen ist, da wollen wir halt auch hin, ne? Da ist so Militärkrams. Vielleicht haben wir Glück und da ist noch was Schönes für uns. Gehen wir mal gucken. Würde ich sagen. Man sieht das jetzt alles ein bisschen schlecht, ne? Geh mal so ein bisschen querfeld ein. Wenn ich nachher wieder zur Straße finde, ist alles gut, ne? Okay. Dann gucken wir uns mal um. Genau, ich glaube,
Dieser Bereich ist das. Kann auch sein, dass ich jetzt total verkehrt liege mit meiner Annahme. Wir prüfen das mal. Gehe hier erstmal ein Stückchen weiter, weil hier in der Nähe soll auch noch ein Brunnen sein. Wenn der hier ist, dann ist das auf jeden Fall richtig. Und dann gehen wir mal diese ganzen Scheunen und so weiter da durch. Oder Hallen, was auch immer, ne? Da ist auch schon wieder so... Oh, hier sind gleich zwei Lümmel. Langsam. Einer zur Zeit, bitte. Jo. So, komm her. Klappt gut. Oder war das Glück? Wir probieren es mal beim nächsten. Ja, ich weiß. Okay. Hat jetzt nicht ganz so gut geklappt wie eben, aber was hat er denn bei sich? Streichhölzer oder was ist das? Jo, nehmen wir gerne mit. Okay, naja, ich mag es wirklich lieber aus der Third Person. Okay, scheißegal. Wir gehen jetzt erstmal in die Hallen und gucken uns da gleich mal um. Vielleicht kann ich am Tag dann den Brunnen irgendwie besser finden, falls er hier ist. Hier haben wir Laufschuhe, hör. Mit dem ganzen Gepäck brauchen wir keine Laufschuhe. Laufen ist eh nicht viel drin, ne? Hier ist der Brunnen. Perfekt, dann sind wir richtig. So, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde die Plastikflasche, die kann man doch irgendwie entleeren, oder? Ja, so. Einfach auf den Boden gucken und so entleeren, ne? Das werde ich jetzt mit allen machen und werde die nochmal frisch auffüllen. Dass die alle voll sind dann wieder. Leeren, bitte. Das ist doch gar nicht schlecht, ne? Das kann man auch gut so machen. So, wo ist ja noch was drin? Hier ist noch was drin. Und dann war es das nämlich auch. Mehr haben wir denn nicht. Aber mit vier vollen Wasserflaschen, glaube ich. Da fühlt man sich schon recht wohl, ne? Also ich zumindest. So. Wir können auch mal was trinken. Das machen wir mal eben. So. Sehr gut, Kumpel. Nur bitte nicht kotzen. So. Okay, die Mütze wollen wir nicht haben. So, die Wasserflasche bitte auffüllen. Na, wie geht denn das hier? So, jetzt. Was machen wir jetzt mit allen Flaschen? Oh, dann gucken wir uns gleich in den Hallen um und gucken mal, ob wir da schönen Kram finden. So, jetzt nehmen wir dich in die Hand. Auffüllen bitte. Ja, das machen wir mal eben. Meine Güte, gerade am Anfang, ne? Da hätte ich mich so drüber gefreut, mal eine Wasserflasche zu finden. Und jetzt haben wir hier so viele, ne? Unfassbar. Vier Stück plus ein paar Dosen. Ein bisschen Cola, ein bisschen Limonade. Okay, so, jetzt füllen wir die noch auf und dann haben wir es. Und mal gucken, vielleicht finden wir hier ja auch noch ein bisschen Nahrung oder sowas, ne? Wäre ja auch ganz nett. So, aber warum hast du denn schon wieder Durst, Junge? Komm, trink dir mal was. Hopp. Gibt's so viel Gratis-Flüssigkeit. Rein damit. So, ich werde jetzt einfach mal weitermachen. Aber nur, um das mal zu testen eben. Nicht, dass der andere Vogel wieder... Ja, genau. Ja, perfekt. Geil. Das meinte ich halt, ne? Da sich schön übergeben und jetzt darf ich natürlich auch wieder was essen, ne? Dann futtern wir die Birne. Komm. Gönnen Sie dir mal. Schön. So schön lecker Birne essen. So, komm. So, dann gehen wir jetzt mal rüber. Die essen wir mal ganz auf. Jetzt aber nicht wieder spucken, mein Freund. Da hinten die Hallen, ne? Hier gehen wir auch nochmal eben einmal rein. Schauen wir mal, ob hier vielleicht noch ein bisschen Kram ist. Oder war ich hier schon drin? Nee, ne? Ich glaube, auf der Seite war ich noch nicht. Okay, dann gucken wir mal. Ob wir hier was haben. Aber wieder, ich schätze fast mal, dass der andere Lurch uns alles weggelootet hat wahrscheinlich, ne?
Kann ich irgendwas? Fernglas. Kann ich das... Ne, ich habe gar nicht so viel Platz dafür, ne? Ja, das ist halt das Problem, wenn wir hier so viel mit uns tragen. Ah, ich weiß aber nicht, was ich wegschmeißen soll und was nicht, halt, ne? Da bin ich immer so ein bisschen unschlüssig. RVN-Visier. Nehmen. Ich... Können wir mal kurz schauen, wofür das denn gut ist. Ohne Vergrößerung mit batteriebetriebenen Leuchtkrams. Ist das, ne? Ja. Nehmen wir erstmal mit. Guck mal. Erstmal schauen. Vielleicht schmeißt ihr das so wieder weg. Na, die Birne hat ABC-Jacke. Hm, habt ihr mal so einen angehabt? Falls ja, damit habt ihr richtig Spaß. Schön in voller ABC-Montur rumlaufen. Da schwitzt ihr wie ein Schwein. Eine Universal-Taschenlampe ist so. Die kann ich mir bestimmt auch... Das ist ja richtig cool, ne? Kann man sich auf Gewehre packen. Wir haben ja ein Gewehr. Ich hoffe mal, dass ich das vielleicht irgendwann nochmal repariert kriege. Das wäre cool. Wenn wir mit so einem Waffenset irgendwie... Ich weiß nicht, ob das geht. Halt, ne? Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Geht das nicht darauf? Ich probiere es nochmal eben. Oder kann ich das vielleicht auch darauf packen? Ne, da passt nichts drauf. Oder muss das Visier erst runter? Könnte sein, ne? Ich probiere es mal eben. Was soll ich sagen? Da muss ich mich halt wirklich noch komplett durchprobieren, halt, ne? Ne, geht auch nicht. Okay, dann kann das Visier hier wieder rauf. Zack. Okay, scheißegal. Lassen wir erstmal so. Oh, und dann gehen wir mal in die nächste Halle. Und prüfen mal, was da drin ist. Oder ob da überhaupt was... Ach, nee, ne? Es regnet schon wieder, Leute. Ich will nicht schon wieder nass werden hier. Patrouillenhose. Hatte ich auch noch nie gehabt. Also, ja. Ich entdecke hier ganz viel neuen Krams. Ein Handschutz. Das sind alles so Waffenteile halt, ne? Jetzt muss man eben schauen. Ich habe jetzt... Ach. Für KA-basierte Sturmgewehre. Kann der hier rauf? Ein Sturmgewehr. Aber gut, das ist nicht so tragisch. Wir haben ja unsere Regenjacke. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich die jetzt anziehe. Moment mal. Wie viel Platz hat die denn? 20 und unsere Feuerwehrjacke hat nämlich 42. Wollen wir so viel Krams bei uns tragen, bringt uns das gerade gar nicht so viel, ne? Oder kann ich die einfach da drüber ziehen? Bezweifle ich doch sehr stark, dass das geht. Ja, das haben wir nicht fast gedacht. Ja gut, machen wir trotzdem erstmal so. Wir lassen die Jacke mal eben einfach so in der Hand. Tragen wir mal so mit uns mit. Damit wir nicht allzu nass werden, ne? Schnell einmal rüber. Bei Nacht hier total. Durchnässt. Pilotenhelm. So, jetzt ist es soweit. Der Motorradhelm kommt endlich weg. Jetzt setze ich mir mal Pilotenhelm auf. Schwach isoliert, ja. So. Na, das ist doch... Welche Munition braucht das Sturmgewehr? Das braucht doch bestimmt die, ne? Ne, 556 Munition. Und das ist... 5, 5, 5, ja, okay. Dann ist das die verkehrte Munition. Ah, ich hatte vielleicht auf eine Waffe gehofft, halt, ne? Eine stärkere Waffe. Beziehungsweise eine, die heile ist. Jetzt weiß ich nicht bei denen. Ich habe halt noch nie mit einer demolierten Waffe geschossen. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau. Funktioniert die noch richtig oder eben halt nicht, ne? So, jetzt müssen wir mal eben schauen. Jetzt legen wir mal die Feuerwehrjacke. Legen wir mal kurz hier hin. Wir wollen mal eben was futtern. Dafür muss ich ja einmal die aus der Hand legen. Na, wie gesagt, Nahrung macht mir langsam ein bisschen Sorgen. Aber noch ist alles okay, ne? Noch geht's. Zur Not gehen wir halt jagen. So, jetzt gibt's aber erstmal leckere Dosensardinen.
Ich mag gar nicht rausgehen, Leute. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, genau. Knall dir die mal schön rein. Tut dir gut. So. Okay. Jetzt haben wir unsere Dosensardinen gegessen. Die Jacke nehmen wir erstmal. Ich probiere erstmal, ob ich das aufgeräumt kriege, dass wir die Jacke so mitnehmen können, ne? Vielleicht sollte mal einer der Waffen hier wegschmeißen. Die ist abgenutzt, die ist beschädigt. Ja, aber vielleicht auch nicht. Okay. Ach so. Ich die jetzt... Scheißegal. Manchmal macht mich das echt ein bisschen fertig, muss ich echt sagen. Ja, okay. Egal. Und es hört auf zu regnen und die Sonne geht auf, Leute. Das ist doch perfekt. Okay, wir gehen weiter. Wir ziehen weiter. Obwohl, wir können hier noch einmal reinschauen, ne? Einmal reingucken. Zwischendurch werden wir noch ein paar Zombies wieder wegmachen. Kragenkleid, endlich. Nein, wollen wir nicht haben. Wenn wir denn welche finden. Um eventuell... Obwohl, in das Haus gehen wir nochmal rein. Um eventuell Nahrung von denen zu bekommen, ne? Die haben ja öfters mal eine schöne Dose bei sich. Genau, jetzt gehen wir nochmal in das Haus hier rein. Gucken mal, ob wir da vielleicht noch irgendwas finden. So, hallo, moin. Okay. Kann ich den kaputt machen? Probier's einfach. Das wird mit Sicherheit, hat sich hier der eine Lümmel. Okay, scheint nicht zu bringen. Schade. Der hier mit dem Auto weggefahren ist, ne? Der hat sich hier schön eingerichtet. Oder was? Ja, hier hat er sich Zäune gebaut. Uiuiui, das ist jetzt aber unangenehm. Dann gucken wir schnell, ob wir hier irgendwas von ihm... Hier irgendwas rumliegen hat, was wir... Wenn ich das denn richtig sehe, ne? Aber hier scheint gar nichts zu sein. Vielleicht will er sich auch erstmal nur eine Basis bauen oder sowas. Wir lassen einen kleinen Gruß da. So. Sorry, Kumpel. So, mehr machen wir auch nicht. So, Holzstamm. Können wir die Jacke mitnehmen? Ne, wir sind selber zu voll gepackt, ne? Okay, wir zischen ab. Wir lassen ihn. Gehen nochmal hier hinten rein. Das ist vielleicht kein so schlechter Standort, ne? Um sich ein kleines Nest zu bauen. Aber wie gesagt, wir ziehen weiter. Du willst nicht verlaufen? Ne, hier ist richtig. Dann sind wir ja gerade rechtzeitig gekommen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir ins nächste Dorf oder in die nächste Stadt. Ich glaube, die dürfte dann noch ein bisschen größer sein. Jetzt bin ich auch wirklich auch weg hier, ne? Nicht, dass er wiederkommt und über den Haufen schießt. Ha, das wär's ja. Okay. Oh, was ist das denn für ein Turm? Den kenn ich noch gar nicht. Wir gehen mal dahin. Einfach mal hingehen, mal gucken. Oh, ich bin froh, dass die Sonne aufgeht, Leute. Ah, ein Glück. Ihm ist zwar ein bisschen kalt hier, unserem Kumpel, aber steht er schon durch, ne? Gibt's da irgendwas oder ist es einfach nur da? Schauen wir mal. Nö, das ist wahrscheinlich einfach nur ein riesiger Turm. Oder was auch immer halt, ne? So, wir scheinen aber hier im nächsten Dorf zu sein. Ich möchte gleich wieder zurück zur Hauptstraße. Aber wir schauen hier nochmal kurz. Schauen uns nochmal kurz um. Aber ich laufe immer wieder in diese Gewächshäuser, ne, in der Hoffnung, dass da was liegt. Aber eigentlich muss man immer nur auf den Plumpsklo gucken, ne? Da ist nämlich fast immer was. Die Munition lasse ich jetzt mal liegen.
weil ich das Gefühl habe, wir haben sowieso schon zu viel davon bei uns irgendwie. Müssen wir eben schauen. Also, da ist ja noch jede Menge Krams. Was machst du denn hier? So. Entschuldigung, Kumpel. Henne, häuten und fiddeln. Das machen wir jetzt. Nee, du sollst... Jetzt rasiert er sich hier. Du sollst ihn nicht rasieren. Aber ich glaube, es fängt schon wieder an zu regnen, ne? Okay, das ist doch gut. Haben wir ja unsere erste Henne erlegt. Heftig. So, jetzt haben wir hier Knochen und Hühnersteaks. Die Hühnersteaks nehmen wir mit, können wir uns schön roh reinballern. Machen wir natürlich nicht, Leute. Natürlich nicht. Salmonellen, hallo? So, dann gehen wir jetzt aber auch direkt hier ins Häuschen. Na, wenn es schon wieder anfängt zu regnen. Ich dachte gerade, hier kommt irgendwas. Ja, mein Schatten kommt hier. Regenmantel. Mhm. Könnte halt Armband herstellen, das machen wir aber nicht. Stofffetzen herstellen machen wir auch nicht. Wozu soll ich mir ein Armband herstellen? Quatschkram. Als Erkennungsmerkmal. Nope, hier ist nichts. Hier mit einem kleinen Ofen, mit so einem Kamin wäre ganz geil. Sonst würde ich jetzt tatsächlich rausgehen. Ein bisschen Holz holen. Moment mal. Mhm. Sagt er, ne? Dann gehe ich mal eben raus und hole ein bisschen Holz. Ich habe überhaupt keinen Platz. Ja, es schüttet wieder wie aus Eimern, natürlich. Schlecht Wetter. Gehen wir schnell hier rüber, hier rein. So, gucken wir hier. Kragenkleid, hier ist auch so ein Ofen. Vielleicht sollte ich das aber wirklich mal machen. Eine Wanderjacke, was haben wir denn da drin? Schon wieder diese Munition hier, da habe ich so viel von. Sage ich immer, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich genug davon habe oder nicht. Okay. Machen wir das jetzt hier? Ist ein bisschen unwohl, muss ich ganz ehrlich sagen. Bisschen unwohl ist mir dabei. Aber scheiß drauf, hier gehen wir ohne jetzt ein paar Stöcker. Und werden uns Hühnersteak machen. Jetzt muss ich nur noch eben ein Gebüsch finden, was ich kaputt machen kann. Hier. Schön. Gebüsch. So, kurzer Stock. Ach, ich habe doch zu viel Krams bei mir. Es ist doch immer zum Mäusemerken, ey. Also rein hier. Packen wir uns hier in die Ecke. Packen wir uns jetzt hier die Steaks einfach erstmal hin. So. Auf den Boden werfen. Das ist nicht schlimm. Wird gleich durchs Feuer wieder gereinigt, Leute. Kein Problem. So, und diese ganzen Visiere, ne? Ich pack das jetzt erstmal alles hier hin. Ich weiß überhaupt nicht, was ich damit soll. So, wieder ein bisschen aufräumen, wie immer. Jetzt weiß ich nicht genau, ein Stock nimmt nur einen so einen Platz, hoffe ich, weg. Hopp. Wo war das? Hier vorne irgendwo, ne? Hier, halt. Nehmen bitte. Würmer machen wir jetzt mal nicht. Wir machen uns mal fix ein Feuer. Wir haben ja Streichhölzer zum Glück. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Sachen zum Anmachen anhab. Anhab, ja. Dass ihr diese... Manchmal macht mich das echt ein bisschen verrückt, dass ihr hier diese Sachen nicht so anzeigt. Ne? Guck mal, ich hock direkt davor. Normalerweise ist doch hier das... Uff, oder muss ich ein Lagerfeuer herstellen? Ach so. Ja, okay. Ich habe nichts gedacht. Mein Fehler. Mein Fehler, definitiv. So, aber bevor wir das hier... wir machen uns noch mehr Stöcker. Genau, ich will noch ein paar mehr Stöcker haben. Kann ich das Gebüsch auch zerschneiden? Jo. Damit das Feuer ein bisschen länger hält, ne? Jetzt wahrscheinlich nicht so viel, was wir hier kriegen, aber zumindest etwas. So. Nee, sonst hör auf mit deinen Würmern, Mensch. So, noch ein paar Stöcker. Schmeißen wir jetzt rein. Wir machen das Feuer erstmal an. So, damit uns auch hier jeder sehen kann, ne? Machen wir erstmal ein Feuerchen. Lagerfeuer, so.
Ja, rein damit. Kann ich das so schon anmachen oder braucht das jetzt noch irgendwie Anmachholz? Wo sind unsere Streichhölzer? Wir hatten doch mehrmals Streichhölzer sogar, ne? So. Okay, das anzünden. Ne, ich brauche mit Sicherheit noch irgendwie Stofffetzen oder sowas. Um das zu entfachen. Beziehungsweise ein bisschen Rinde. Warte mal. Die Wanderjacke, die kann ich doch eigentlich... Nehmen die jetzt nochmal eben. So. Ne, nehmen die mal in die Hand. So, jetzt nehmen wir uns unser Messer. Irgendeins. Und können wir Stofffetzen herstellen. Und das reicht ja schon zum Feuer machen. Cool. Jetzt sind wir nämlich auch wieder nass, natürlich. Endlich wieder nass. Aber wahrscheinlich nur feucht, ne? Also nicht durchnässt. Okay, cool. So, jetzt packen wir die da rein. Zum Anzünden. Wunderbar. Und jetzt nehmen wir uns unsere Streichhölzer. Anzünden, bitte. Und jetzt werden wir uns gleich schön Hühnersteak darauf packen. Wunderbar. Leute. Ein Traum. So, jetzt packen wir uns schön unser... Was ist denn das? Achso. Jetzt räuchern wir uns unser Steak. Kochen geht nicht. Deswegen räuchern wir das einfach. Oh, okay. Und so haben wir schon wieder ein bisschen Nahrung. Perfekt. Gut, Leute, ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr in der letzten Folge dabei wart, dass ihr die Folge bewertet habt, mitgeguckt habt, Likes gegeben habt und so weiter. Ne? Und vielen Dank, dass ihr hier wieder reingeschaut habt. Das freut mich immer sehr. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.